Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sir hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Mit Hannah! Ja, im letzten Part haben wir hier die Altrum-Ruinen gemacht. Es war ein bisschen fail, aber trotzdem irgendwie lustig. Gehört sogar zum Kartografen-Titel dazu und heute kommt das genauso blind wie beim letzten Mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass die mal gemacht haben und es lustig ist. Die Legit-Gilde, die hat Bock. Sagen wir es so, die hat Bock. Die liebt, glaube ich, diesen Modus. Und ja, mit Tagesbeste wird es gefühlt nichts, weil ja, ist fast auch der Quartalsrekord. Ja, da kommt aber, guck mal, da kommt die Legit-Gilde gar nicht dran. Das ist nee. Who knows, ey. Das ist schon lustig, wenn das deren Favorite-Modus ist und sie sind nicht Nummer 1 mit 100 Versuchen. Ist so. Who knows, war auch öfter drin. So, Amatzbecken. Irgendwas mit Flüchtlingen. Flüchtlinge beschützen. Oh, ist schon wieder so ein doofer Teleporter. Wächter Uwe, Wächter Gas. Hey, und jetzt? Wieder ein Teleporter. Ich check schon wieder nichts. Puh. Und hier steht da, empfiehlt sich zurückweichen und sowas. Empfiehlt sich doch irgendwie immer. Ich sag euch, was sich empfiehlt. Pay to win. Ja. Essenz der Geschwindigkeit empfiehlt sich. Für alle Missionen übrigens. Weil ja. Je schneller, desto besser. Ich hab's euch gesagt, Avadon. Na, Gorn. Wie auch immer. Ich weiß nicht, was er jetzt hat. Labert. Das mit dem Countdown nervt voll, aber kann man wenigstens eine heroische Refrain mal machen. Hä? Nein! Wow. Ach, in Teleporter müssen wahrscheinlich die Dinger da reinlaufen. Ja, ja. Oh, ob wir uns hier aufteilen, splitten? Ich würde sagen, ja. Ja. Aber mehr man als sollte das in drei teilen, das ist doch richtig kacke. Wie? Die gehören wir ja nicht. Nee, okay. Jetzt weiß ich, warum es die Legit-Gilde gerne spielt, weil es irgendwie eine berühmte PvE-Gilde, ja. Also das mit Helden nicht empfehlenswert, sehe ich jetzt schon. Wir kriegen den Quartalsrekord. Ja, ja. Stimmt. Auf jeden Fall. Klappt doch eigentlich ganz gut. Komm doch immer wieder. Ja, das Blöde ist, bei dir sind die Heiler und bei mir halt keiner. Ja, ich kann dir gerne Sanatius rüberstellen. Ja, aber. Ja. Schwierig, weil es immer noch nicht die Geister hier aufgestellt. Jetzt sieht es ganz gut aus. Die Flüchtlinge, nein! Wie die rumschreien, ey. Am Ende opfern die sich eh und werden zu Molochen. Gut, man könnte so mal in das Zimmer da links die Geister aufstellen und ich da in die Mitte gehe. Mit allen. Tricky, sehr strategisch. So ähnlich, so eine kleine Version wie hier. Sag schon. Mit den Bäumen beschützen. Das waren auch drei Dinge. Ewiger Hain oder so, ja. Hieß das? Ja. Ewiger Hain war das. So ähnlich ist das. Ja. Ich krieg das gar nicht mit, wer jetzt hier durchkommt und wer nicht. Und wir kommen die eigentlich. Die direkt bei mir spawnen, kommen auch alle durch. Und auch hier kann man voll viel erkunden. Das können wir jetzt aber nicht machen. Nee. Das können wir nicht machen. Aber wer Kartografentitel macht, muss hier irgendwie weiter nach vorne laufen, I guess. Oh, Gorn, was ist los? Gorn? Sind halt auch Gorn tot, okay. Ja, sind egal, halt auch diese Sanatius scheiß Waldtypen. Dieser Sanatius steht ja da unten. Ja, wo nix ist, das ist das Ding. Diese scheiß Waldtypen sind halt auch kacke. Hier können auch viele Minimaster gut sein. Oh mein Gott, guck mal auf die Map. Oh, passt schon. Hey, wir schlagen uns gar nicht mal so kacke. Vielleicht sind die auch einfach alle richtig schlecht. Glaube ich nicht. Weiß, dass hier noch kommt. Es werden nämlich gefühlt immer mehr, wenn du auf Kart schaust. Ja. Das macht mir Angst. Ja, ist wieder einer tot. Das Gute ist, selbst wenn die Flüchtlinge sterben, das ist halt Juice für Jeremy. So
so dumm, wie es auch klingt. Ja, aber ich schnall's nicht. Wir haben ja fast schon den Punktehöchststand. Ja, eben. Aber der ist ja nur 90 und nicht das, was auch immer. Ach so. Aber wie hoch war der denn laut Plan? Ja, 150. Aber selbst der scheint ja beatable zu sein. Ja, finde ich auch. Komisch. Also das ist eher beatable als das im letzten Part. Das war zu schwer. Dieser Nazi-Form husten gar nicht. Oder? Ja. Oh shit, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Das sind ein paar viele geworden über die Zeit. OMG. Und natürlich haben sie Splitterwaffe. Warum sind das so viele? Ich muss zu dir kommen. Ich schaff die nicht. No! Oh, da, jetzt sehe ich die Schwierigkeit. Plötzlich ist die ganze Map rot und dann kommt keiner mehr durch. Nein, ist bei mir auch einer gestorben. Du hast einen Tunnelblick. Guckst nur bei dir, guck mal auf die Map. Ja, soll ich denn machen? Ich will, dass wenigstens hier irgendwer durchkommt. Zumal bei mir. True. Stehen ja auch. Ist das, ey? Vor allem, warum halten die so viel aus? Das ist fucking Normal Mode. Die sind so broken, diese scheiß Aufseher. Ich hasse sie ja. Finde ich das letzte Mal, was wir die sehen. Die kommen bei Guild Wars Beyond auf keinen Fall, das weiß ich. Ich denke mal, aber man spielt das auf jeden Fall mit Derwisch auch hier. Weil das klappt ja echt ganz gut hier. Wegen der Sensor? Ja. Mit Derwisch und Splitterwaffe? Ja, wahrscheinlich. Richtig tryhard. Okay. Ja, bei mir kommen also die... Nein! Minion Master ist ja auch absolut broken. Könnte man Lich Way schon probieren. Auch voll die gute Ablenkung für die Flüchtlinge. Alter. Aber ich weiß, warum die Legit, also die Legit-Gilde voll Bock hier drauf hat. Das ist irgendwie geil. Ja. High Adrenalin. Jetzt ist beste Modus, finde ich auch. Ja, ich auch. Ich glaube, das Beste werden die Aureus-Minen aber abhaken. Von der Beschreibung hat mich das sehr gecatcht. Was ist das denn, Junge? Die ganze Karte ist rot. Am Anfang, eigentlich schon am Anfang schwach, waren nur so drei. So verteilt stehen und alles. Und trotzdem klappt es. Ja, Normal Mode. Und ja, bei dir klappt es. Hier sterben die wie die Fliegen. Nee, bei mir jetzt, nee, auch. Jetzt auch nicht mehr. Bei mir ist jetzt auch vorbei. Die dürfen nicht mehr verteilt stehen. Ja. Oh, ist das hart schon wieder. Aber was, wenn wir nicht verteilt stehen, dann hat es ja auch keinen Zweck. Ja, besser oder? Als wipen. Wenn im schlimmsten Fall nur eine Seite beschützt, dann kommt paar durch und besser als wipen. Ja, stimmt. Boah, sind die stark. Hallo? Na gut, dann halt keine Heilung, ne? Hier wird keiner mehr geheilt. Boah, wie viele kommen da? Wir werden sterben. Wir werden so hart sterben. Oh Gott, ey. Hä? Normal Mode Wipe, let's go. Tiefe First Try und jetzt Normal Mode Wipe. Gegen die Aufseher der Wälder. Ich glaube, das ist ja aber normal in dem Modus. Die können auch so gut Knockdown, ey. Oh, und wenn ich diese Splitterwaffen-Effekte sehe. Ja, Flüchtling, willst du fliehen oder gucken? Ah, nee, es ist Wächter Uwe. Was macht der denn für einen Scheiß? Wächter Uwe, steht da nur blöd rum, geiler Wächter. Aber jetzt stirbt er. Nur er tankt ihn ein bisschen. Was macht der denn für einen Scheiß, Wächter Uwe? Ist mit ihm nicht richtig? Gott, ist das stressig und die Splitterwaffe zerfetzt auch die Minions immer sofort. Man merkt auch richtig, wie jetzt langsam gar keine Punkte mehr einfliegen, weil echt alle. Jetzt wissen wir am Anfang so, hä, ist doch voll einfach, der Quartalsrekord und jetzt, ja, ne? Naja, ich find's immer noch irgendwie. Besser als das letzte. Ja.
Ja, es sind auch zu viele Healer, die können alle heilen hier. Die scheiß Ritos. Bevor ich stehe einen nebeneinander, muss so ein Meteorschauer so reingeknallt werden. Oh, ich hätte mich gleich betrinken sollen. Das ist ja jetzt richtig brutal, wie ich die wegfetze. Warum ist es so heftig geworden? Einfach nur so zwei Dreiergruppen und jetzt? Ja, läuft, aber läuft. Ist okay. Da die ja jetzt rechts nicht kommen, Mitte. Boah, sind das viele. Es hat wieder Brugots Ball-Vibes. Ja, finde ich aber geil. Nicht halt, zu tief rein, wa? Kommt eigentlich überhaupt noch irgendwo mal einer durch? Ja, rechts. Nee, auch nicht. Die werden direkt am Anfang von Bogenschützen weggeballert. Ich muss die mal versuchen zu töten, die Bogenschützen hier. Deswegen rettet euch selbst übrigens, weil wenn die das bekommen und beim Rennen sich heilen, die sind auch nur Level 10. Die kriegen doch keine Rettet euch selbst. Ja, keine Gruppen. Toller Tipp wieder, dann. Danke. Ich glaube, es geht einfach um die Gruppenmitglieder, dass die nicht draufgehen. Ja, wir bewegen uns jetzt auch nicht unbedingt. So, jetzt könnten von rechts wieder ein paar Flüchtlinge durchkommen, weil jetzt sind hier nicht mehr diese brutalen Bogenschützen. Ne? Die haben echt wegen Splitterwaffe halt alles zerstört. Splitterwaffe und Splitterschuss haben sie auch noch. Ja. So, dann komme ich mal wieder runter. Oh, Wächter, Carsten stirbt gleich. Das ist ja wahrscheinlich nicht schlimm. Wächter Uwe oder wie der hier ist, auch schon tot. So eine Tempelanlage geführt. Sieht schon lustig aus hier. Ja, ich schnall halt nicht. Ich habe noch gar nicht so richtig geblickt, wo die. Ich würde sagen, die Mitte herkommen. Ist zu risky. Ja. Da sind immer die meisten und da kommen auch gar nicht viele Flüchtlinge. Oder die spawnen und direkt. Wahrscheinlich. Dort. Also rechts und links. Würde ich priorisieren, actually. Ja. Rechts kannst du ja mal gucken gerade. Bin ich ja. Schon, ne? Das Blöde ist, was mir aufgefallen ist. Okay, einer ist durch. Die priorisieren die auch. Ich schnall gar nicht, wo links die Flüchtlinge kommen. Ganz da hinten? Da? Ja. Oh Gott. Rechts hat den besten Spawn. Ist wirklich so. Rechts ist ja fast geschenkt. Okay, vielleicht doch. Okay. Ja, die legen doch auf Fallen schlimm. Da. Ey, das ist ja richtig abgefuckt. Das ist so assi, oder? Ja. Was ist aber das? Aber die kommen jetzt durch hier. Auf der rechten Seite. Werden noch geheilt. Ja. Hier kommen wieder ganz viele neue, die lenke ich mal ab. Ja, außer ich werde unterbrochen natürlich. Ach, Kinders. Was ist das denn? Wir brauchen noch mal eine Minute Bonus. Los! Da kommen noch mal Flüchtlinge. Wenn die es schaffen vielleicht, dann könnte es vielleicht reichen. Dann kriegt man ja einen Bonus. Ich glaube, wenn einfach genug reingelaufen sind ins Ziel. Wahrscheinlich, ne? Vielleicht, wenn die es hier schaffen. Aber Bosse gibt es hier nämlich nicht. Nee, nur 5 Sekunden. Ist ja doch, gar die nicht. Sind da ja schon. Scheiße, erst bei 80 wieder. Na, ja, was? Im letzten genau, Moment! Genau, sie oh ist mein genau Gott. Die, als die reingelaufen We sind, are the best. Ja, aber hat ja keinen Zweck jetzt. Jetzt sind halt links wieder alles voll mit Gegnern. Also bei 75 wahrscheinlich. Okay, das war lustig. Wirklich, letzte Sekunde. Ja, aber Daily Record, das wird glaube ich nichts mehr. Nee. Der ist auch. Ja, wobei. 90. Wo ist denn nicht? Aber ist eben Bug. Hast du ja gesehen, was der Daily Record ist? Der ist vielleicht immer vom Vortag. Vielleicht. Die schaffen es aber noch ins Ziel, die ich hier gerade durchgebracht habe, die 4. Aber es reicht ja trotzdem. Ja, bei mir sind auch 2 durch.
Die Minions lenken gut ab. Ist auch nur gerade so ins Ziel geschafft, ey. Fast. Fast. Das ist geil. Das ist gut. Aber wir haben auch falsch angefangen. Sonst hätten wir echt besser abschneiden können. Aber ist ja egal, es wäre eh nur der Fake-Tagesrekord gewesen. Genau. Ist auch nur zum Showcase, damit man es mal gesehen hat. Es war gut. Es war richtig Spaß, wie ich gedacht. Mit Abstand am besten bisher. Ja. Das war cool. Doch. 8 von 10. Would play again. Halt so eine Mini-Version von dem hier. Ja. Ja, Leute, beim nächsten Mal gibt es dann die Lachsen-Sachen. Beziehungsweise eins davon. Zoss, Schivros, das ist auch irgendwas mit Verteidigung. Ja. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Leute. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!